Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du siehst, heute mal was richtig Cooles. Und zwar baue ich meine Schärfstation hierzu um. Ich werde ein paar Worte dazu sagen, warum ich mich dafür entschieden habe, das Ganze auf ein Trockenschleifsystem umzubauen und. Und ich werde dir einfach grundsätzlich einmal so alles zeigen, wie das denn hier funktioniert und wie man das anschraubt. Und schlussendlich ist es nicht schwierig. Ist es nicht schwierig. Aber es ist, denke ich mal, gut, wenn man das mal im Video gesehen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbauen. Mir haben schon sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass sie durch mich angefangen haben zu drechseln. Und ich habe immer oft relativ gleiche Fragen bekommen, zum Beispiel, welche Drechselbank ist gut, welche Drechseleisen sind gut und. Heute will ich mich einer Frage widmen und das ist das Thema Schärfen. Im heutigen Video will ich so ein bisschen einen Leitfaden geben, wie man günstig Drechseleisen schärfen kann. Ihr seht, ich habe hier im Hintergrund eine Nassschleifmaschine und die mir schon länger hier auf YouTube folgen, wissen, dass ich damit schon sehr, sehr lange meine Drechseleisen schärfe. Das war aber nicht immer so. Früher habe ich immer hier an diesem Doppelschleifer meine Drechseleisen geschärft und da waren relativ feine Schleifscheiben drauf, aber man musste es halt immer frei Hand machen und deswegen war der Anschliff nie so wiederholgenau und irgendwann war ich da nicht mehr so happy mit. Grundsätzlich ist der Schleifer nicht gut, nicht schlecht gewesen, aber ich hatte halt eben keine Führung und aus dem Grund habe ich mir diesen Nassschleifer hier geholt. Der Nassschleifer hier ist auf keinen Fall schlecht. Ich habe den auch ganz gerne benutzt. Das einzige Problem, was ich so festgestellt habe, ich zeige es euch mal, ist dieses hier. Das tritt natürlich nicht auf. Manchmal verhakt sich irgendwie so der Stein und dreht dann nicht mehr. Und ich glaube, da müsste man das Ding unten aufmachen. Habe ich bis dato nicht gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach das Problem ist, dass meine Werkstatt hier draußen quasi im Freien ist. Die Nassschleifmaschine hier ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ihr habt einfach einen langsam drehenden Stein, der noch wassergekühlt ist. Und das bedeutet einfach, dass ihr eure Schneiden nicht überhitzen könnt. Und das bedeutet einfach, dass eure Eisen nicht weich werden. Das ist ein großer Pluspunkt. Links habt ihr direkt eine Abziehscheibe, sodass ihr zum Beispiel Meißel abziehen könnt. Aber jetzt kommen wir zu einem Nachteil. Und das ist einfach so ein bisschen der Preis. Ich weiß nicht mehr genau, was die Maschine hier kostet. Wie gesagt, die ist auch nicht schlecht. Aber da darf man nicht nur den Preis von der Maschine sehen, man braucht relativ viel Zubehör. Die Maschine hier habe ich damals gestellt bekommen, aber das ganze Zubehör habe ich mir eigentlich selbst gekauft. Das bedeutet hier die Abziehscheibe für Röhren und halt eben hier diese ganzen Teile. Eine Vorrichtung, um Röhren zu schärfen, das hier so Meißel zu schärfen, das ist für Schaber zu schärfen. Und unterm Strich sind das schon 2-3 Euro gewesen, bis man dann seine Drechseleisen drauf schärfen konnte und ich konnte noch nicht mal alle Eisen schärfen. Deswegen habe ich zum Beispiel nie Meißel benutzt, weil ich keine Vorrichtung hatte, weil ich da ein bisschen geizig für war. Und weil ich mittlerweile echt schon so viele Nachrichten auch von Jüngeren bekommen habe, die mir geschrieben haben, ey Philipp, durch dich bin ich zum Drechseln gekommen, mega cool, aber wie kann ich denn meine Drechseleisen schärfen? Das funktioniert im Moment einfach nicht so gut. Aus dem Grund habe ich mir überlegt, werde ich dieses Schärfsystem hier wegmachen und ersetzen durch ein einfaches. Das hier hat auf jeden Fall ein paar Vorteile, was halt dieser Doppelschleifer nicht hat. Aber da will ich diesmal gar nicht so direkt drauf eingehen. Eine Sache will ich aber noch sagen, das Schärfsystem, was ich jetzt so machen werde oder mir hier hinpflanzen werde, das ist eigentlich wirklich nur für Drechseleisen gedacht. Das bedeutet, Messer, also Küchenmesser, wenn ihr die freie Hand schleifen möchtet, könnt ihr darauf immer noch besser schärfen als auf dem Doppelschleifer, weil dieser hier nicht so aggressiv ist. Und ihr damit einfach so ein bisschen feiner die Schneide, würde ich sagen, schleifen könnt. Aber der Punkt ist einfach, die Anschaffungskosten von so einem Doppelschleifer sind sehr, sehr gering. Die Steine sind auch nicht mehr dann so wild. Meistens sind da ja noch Steine drauf. Und dann braucht man halt eben noch hier diese Führung. Um jetzt gerade noch so ein paar Fragen dann vorzubeugen, will ich das gerade hier auch noch erwähnen. Ich möchte hier auf diesem Stein dann auch auf der einen Seite einen gröberen Stein tatsächlich drauf machen, dass wenn ich Schneiden habe, die einfach mit der Zeit, wenn man sie immer wieder schärft, verschleifen die dann trotzdem auch ein bisschen, dann kann man die da links einfach ein bisschen schneller wieder in die richtige Form bringen und hat dann wieder eine schöne Schneide. Und ich werde jetzt als erstes mal damit anfangen, hier diesen Doppelschleifer so ein bisschen hübsch zu machen. Ich wollte den alten Hammerschlaglack gar nicht so krass runterschleifen, aber der geht hier im Handumdrehen ab, wie man hier sieht. An manchen Stellen ist er noch ein bisschen fester, aber ich hole jetzt einfach das lose Zeug runter. Es ist ja auch nicht so mein Ziel, das Ding komplett krass zu restaurieren. Ich will da einfach ein bisschen frische Farbe drauf bringen, damit er wieder frisch aussieht. Und man hat auch so ein bisschen gesehen, dass das Ding komplett zusammengebaut wurde und dann lackiert wurde und nicht
komplett lackiert wurde und dann getrennt zusammengebaut. Deswegen werde ich ihn auch wieder lackieren, wenn er noch zusammengebaut ist. Ich habe jetzt hier Hammerschlaglack dunkelgrün. Das ist, sage ich mal, so die Maschinenfarbe. Ich werde jetzt einfach ein bisschen aufrühren. Boah, ist das geil, die Farbe. Und jetzt werde ich einfach anfangen, das Teil hier zu lackieren. Das neue Stromkabel ist angeklemmt und es funktioniert sogar. Hier könnt ihr auch sehr, sehr gut den Effekt sehen, warum man an der Tischkreissäge die Mutter nicht so massiv fest anziehen muss, denn wenn ich den Motor jetzt anschalte, seht ihr, wie sich die Mutter quasi selbst festzieht und die ist jetzt ziemlich fest dran. Also die ist nicht nur lauwarm dran, die hat schon ein bisschen Schmackes. Ein kleiner Tipp am Rande, als ich den Doppelschleifer hier benutzt habe, war da noch so ein doppelter Schalter dran. Das hat einfach daran gelegen, dass hier dieser Schalter nicht mehr richtig funktioniert hat. Das Ganze funktioniert mit so einer Feder innen drin. Das Ganze drückt das dann nach oben und dann ist das unten wie so ein Pendel. Ich zeige sowas grundsätzlich nicht auf YouTube. Und das muss man eigentlich nur mal sauber machen, denn das ist so ein bisschen verschmaddelt. Und wenn das dann mal wieder frei ist, dann lässt sich der Schalter auch wieder bewegen. Deswegen muss ich hier zum Glück keinen neuen Schalter einbauen oder das Ganze irgendwie anders lösen. Denn dieser Schalter hier hat auf jeden Fall mehr Charme. Heute sind auch noch die neuen Schleifscheiben angekommen. Und hier benutze ich einfach Edelkorund-Schleifscheiben. Die sind von der Marke Pferd, falls irgendeinen interessiert. Ich habe mir einfach die geholt, weil das ein Markenname ist, denn die sind nicht teuer. Und die hier, die sind von irgendeiner Marke und die waren einfach grottenschlecht. Körnung 80 sollte gut sein zum Schärfen. Und jetzt sind wir auch schon hier bei mir in der kleinen Metallwerkstatt. Jetzt müssen wir nämlich ein paar Distanzhülsen drehen und eine Anliegescheibe herstellen. Hier bei dieser Schleifscheibe sind zwar Distanzhülsen dabei, aber wie man unschwer erkennen kann, sind die nicht passend für meinen Doppelschleifer. Außerdem brauchen wir natürlich auch was, wogegen die Scheibe gepresst werden kann. Und das ist hier dieser Aluring. Und den machen wir jetzt als erstes. So, der erste Teil ist fertig und der passt hier drauf. Als nächstes müssen wir eine Hülse drehen, die dann hier reinpasst. Ich benutze in dem Fall hier dieses 6-Gramm-Material. Das benutze ich aber auch nur aus dem Grund, weil das Schwefelstahl ist und da kann man das einfach besser drehen. Das Rundmaterial, was ich habe, das ist alles normaler Baustahl und das lässt sich hier nicht so schön bearbeiten. Gerade weil die Maschine in Achsen nicht so mega stabil ist, ist es besser, wenn das Material sich ein bisschen besser zersparen lässt. Von außen passt die Hülse relativ presst drauf. Jetzt schauen wir mal, ob sie rund läuft. Das ist doch mal schön. Schauen wir mal, ob es passt. Das passt schon mal sehr gut. Jetzt kommt noch hier die Distanzhülse drauf. Dann dieser Freund. Mache ich mal noch zusätzlich die andere wieder drauf. Und schauen wir mal, wie rund die Sache läuft. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den Platz hier, denn der alte Schleifstein muss hier natürlich runter. Da muss als erstes mal der Wasserhalter weg. Als nächstes kommt ja dann auch schon bald die Positionierung, dass wir den Doppelschleifer hier drauf festmachen. Ja,
Natürlich müssen wir hier ein bisschen schauen, dass das Ding hier auch sinnvoll hier sitzt. Und hier kann man halt jetzt schon erkennen, dass der Doppelschleifer viel zu niedrig sitzt, weil er relativ klein ist. Der sollte so in etwa auf Drehmittelpunkt stehen hier, damit man hier diese Scheibe auch sinnvoll benutzen kann. Also wenn man den Tisch hier plan hat, sollte der so in etwa auf der Mitte sein, damit das auch sinnvoll ist. Und aus dem Grund messe ich mir jetzt einfach mal hier runter, wie viel der Schleifbock höher liegen muss, damit der dort gut sitzen wird. Das sind bei mir 4,5 cm. Ich habe jetzt hier einen Klotz hergestellt, der ist ein bisschen größer als der Doppelschleifer und den werde ich jetzt als erstes mal festschrauben. Ich habe jetzt nur ein Stück an die Rutschmatte, das habe ich auch auf das passende Maß zugeschnitten. Das soll so ein bisschen den Doppelschleifer von dem Gestell unten drunter entkoppeln. Den Doppelschleifer müssen wir jetzt einfach nur noch hier oben drauf festschrauben. Hier hinten kommt jetzt noch eine kleine schöne Kabelklemme hin, damit das Kabel nicht am Doppelschleifer gezogen wird oder hier an die Schleifscheibe rankommt. Hier passt da gar nicht hin. Als nächstes kommen wir schon zu diesem ersten Kernteil von dieser Schärfstation. Das sind hier diese Halter. Das sind Exzenterhalter, da passen dann diese Zusatzvorrichtungen hier rein und man kann sie halt einfach werkzeuglos ganz schnell hier mit diesem Hebel festspannen. Das ist eine feine Sache. Und da muss man nur eine Sache beachten, oder man wird es ja merken, wenn man es festschraubt, die sind beide derzeit noch gleich montiert. Ich werde euch zeigen, was man machen muss, wenn man die anbringt oder je nachdem, wie man die anbringt. Aber jetzt machen wir als erstes mal den ersten fest. Das ist schon ganz verstaubt bei mir in der Werkstatt, weil es so lange nicht mehr benutzt. So, wie montiere ich die? Bei der Montage ist zuallererst mal das Wichtigste, dass sie hier dieses Teil mittig unter den Schleifstein sitzt. Das darf nicht außermittig sitzen, denn dann könnt ihr die Vorrichtung nicht wirklich sinnvoll benutzen. Also einfach mal per Auge ausrichten. Wenn das bei euch nicht gut funktioniert, könnt ihr das immer noch ausmessen. Bei mir mache ich das jetzt per Auge. Das passt. Perfekt. In diesem Halter hier befinden sich extra vorangefertigte Löcher, die sind auch extra gesenkt, damit ihr hier dort eine Schraube durchdrehen könnt und könnt halt hiermit dann dieses komplette Teil richtig festschrauben. Der erste Halter ist festgeschraubt und jetzt können wir auch schon den anderen dran machen, aber euch wird bestimmt schon aufgefallen sein, dass hier dieser Hebel dann an der falschen Stelle ist. Das ist aber auch kein Problem, denn diesen Hebel hier kann man lösen. Dann müssen wir uns einfach den passenden Imbus holen. Und können quasi dieses exzentrische Teil, können wir dann öffnen. Und dann könnt ihr auch quasi nicht mehr mit spannen, aber ihr könnt dafür diesen Hebel hier rausziehen. Dafür müsst ihr auch die Mahnschraube weit genug rausdrehen. Das Teil sitzt relativ fest, aber wenn man sich da einen kleinen Dorn holt, geht es viel einfacher. Als nächstes fällt hier als erstes mal der exzentrische Teil raus. Dann fällt hier aber noch ein Teil raus. Und das ist hier die Spannauflage. Hier dieses Teil und hier dieses Teil und hier dieses Teil waren gerade hier. Und jetzt wollen wir das Ganze nach hier bringen, damit wir auch einfach den Hebel vorne haben. Da müssen wir einfach hier dieses Exzenterteil richtig holen. Das bedeutet einfach, dass hier diese Flucht hier mit übereinstimmt. Und dann können wir das hier reinlegen und müssen das weiter durchschieben, bis es wieder ins Loch plumpst. Jetzt ist es schon wieder drin. Und als nächstes müssen wir hier den exzentrischen Teil richtig rumholen. Dafür kann man es auch einmal kurz hier aufstecken, damit man sieht, wie rum es läuft. Wie bauen wir das Teil hier fest? Relativ einfach, auch in dem Fall wieder. Hier die Madenschraube sollte nach links rausschauen, dort wo auch dann das Loch ist, damit wir es gleich zudrehen können. Das ist so eine kleine Denkhilfe. Und dann haben wir hier noch hier diese kleine Bohrung. Und das muss halt gleich mit der Madenschraube übereinstimmen. Jetzt müssen wir als erstes den Exzenter wieder hier reinlegen. Das ist halt so ein bisschen Probierarbeit. Das ist wieder ganz durch und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir das Loch mit der Madenschraube treffen. Ich konnte jetzt hier die Madenschraube ohne Kraft, das bedeutet, die ist immer noch ganz lose, schon fast ganz eindrehen. Das zeigt mir einfach, dass ich in der Bohrung bin und nicht einfach hier auf den Stab drauf drehe. Das ist ein gutes Zeichen und jetzt handwarm anziehen. Hier sollte man das Ding nicht zu fest bolzen. Und hier seht ihr jetzt auch übrigens diesen Exzenter-Mechanismus. So ist das Ganze unentspannt und so ist es dann gespannt. Dann vielleicht gerade noch eine Kleinigkeit zum Abstand von hier vorne bis hier vorne.
Das müsst ihr auch ein bisschen an euren Doppelschleifer anpassen. Da ist ja jeder eigentlich relativ unterschiedlich. Manche Doppelschleifer haben so große Scheiben, meine hat sehr, sehr kleine Scheiben. Deswegen packe ich hier dieses Teil ein bisschen weiter nach hinten. Dazu habe ich mir einfach mal hier dieses Teil geholt, um zum Beispiel später meine Schaber schärfen zu können. Das habe ich reingesetzt und habe hier unten jetzt immer noch Luft. Das bedeutet, selbst wenn ich den Stein relativ stark abnutze, habe ich immer noch ein bisschen Luft, um das Teil hier weiter nach vorne zu schieben. Und auch wenn ich dann schrägen schleifen möchte, habe ich immer noch genug Luft, um das Teil nach vorne schieben zu können. Als nächstes habe ich hier was ganz, ganz Feines noch von meinem Großvater. Das ist bestimmt schon uralt. Auf jeden Fall ist das hier ein Abrichtstein für Doppelschleifersteine. So rum. Da ist einfach hier drin ein Material. Ich weiß es nicht genau, wie es heißt. Da gibt es auch mittlerweile solche Diamantteile. Ich habe halt eben noch das hier und damit könnt ihr halt eben gegen eine Schleifscheibe halten und richtet halt eben den Stein ab. Das liegt einfach daran, dass ihr das damit so gut machen könnt, dass dieses Zeug hier härter, stabiler als der Doppelschleifstein ist. Dafür holen wir uns jetzt hier diese Auflage, um halt eben auch später dann die Schaber oder Meißel schärfen zu können und ziehen jetzt als erstes mal hier dieses Teil fest. Wenn ihr das jetzt neu umgebaut habt, solltet ihr es nicht mit voller Pulle das Ding zuziehen. Wenn ihr nämlich dann die Schrauben nicht richtig drin habt, dann verdrückt ihr euch irgendwas da drin. Das ist einfach nicht gut. Grundsätzlich solltet ihr hier diese Exzenter eh nicht so festbolzen. Das ist halt eben nicht notwendig. Macht das schön handwarm. Und dann reicht das auch schon vollkommen. Auf jeden Fall können wir jetzt hier schön den Abstand einstellen. Das war jetzt der erste Stein und jetzt können wir das beim nächsten machen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal so ein paar Eisen durchschärfen, damit ihr das System auch mal so ein bisschen seht. Und ich werde relativ simpel erstmal so mit den Standardwerkzeugen anfangen. Und dann probieren wir das mal aus. Der erste klare Vorteil, so in meinen Augen, bei diesem Doppelschleifer ist als erstes mal, dass ihr zwei Steine habt. Das bedeutet, ihr könntet rein theoretisch, wenn ihr an einem Drechselprojekt arbeitet, und das ist oft beim Längsholzdrechseln so, da habt ihr zum Beispiel eine Röhre und einen Meißel, den ihr viel benutzt, oder dann noch vielleicht eine Formröhre. Und da muss man halt, wenn man hartes Holz drechselt, öfters mal seine Röhre schärfen. Wen hätte es erwartet oder wen hätte es gewundert? Und da ist halt jetzt der Vorteil, dass ihr quasi zwei Werkzeuge einstellen könnt und könnt dann während dem Drechseln, ohne dass ihr eure Schärfvorrichtung umbaut, dann direkt nochmal das Eisen ranhalten und direkt schärfen. Da haben wir hier als erstes mal die Röhre, die habe ich ein bisschen verschliffen beim letzten Mal, weil ich da diese Vorrichtung bei der anderen Maschine nicht richtig dran bauen konnte. Ihr seht, die ist ein bisschen verschliffen, da ist immer auch noch einmal hingefallen und die machen wir jetzt mal scharf. Da haben wir jetzt als erstes hier diesen Halter. Dieser Halter allein ist rein für die Röhre als allererstes, aber da gibt es noch andere Teile, die kann man da draufschrauben und dann kann man damit noch mehr Werkzeug schärfen. Dann holen wir jetzt einfach die Röhre, stellen das Ganze ein. Wenn ich die Röhre jetzt hier an dieser Schärfvorrichtung das erste Mal schärfe, markiere ich mir jetzt noch die Schneide, aber wenn ihr das einmal komplett gemacht habt, dann braucht ihr es theoretisch nicht mehr. So schaut die Schneide aus und so schaut sie oben aus. Ich werde euch jetzt gleich mal das Ganze zeigen. Was wir bei dieser Vorrichtung jetzt noch nicht haben, ist ein Abziehstein. Das hier ist rein zum Schärfen. Jetzt haben wir hier vorne aber quasi noch einen Grat. Ich habe jetzt nur diese 80er Steine im Internet gefunden, deswegen sind diese Schleifsteine auch noch nicht so mega fein. Deswegen ist auch wiederum der Grat noch mal ein bisschen stärker. Es ist wirklich von Vorteil, wenn man sowas jetzt entgratet. Dann kann man damit wirklich noch mal ein bisschen mehr Schärfe rausholen, denn es ist quasi nur das bisschen Metall, was da vorne noch so halb fest drauf hängt und das kann man halt einmal mit einem Stück Leder abziehen. Ich werde jetzt mal die Low-Budget-Methode anwenden und das einfach von Hand gerade machen. Das hier ist einfach ein bisschen Echtleder. Da ziehe ich die Schneide jetzt mal drüber.
Das Ganze hat von Hand schon relativ gut funktioniert. Ich werde mir auf jeden Fall auf Dauer was Eigenes bauen, dass ich es halt wie bei der alten Schärfmaschine einfach ein Stück Leder, während es sich dreht, dran halten kann. Aber auf jeden Fall funktioniert es so von Hand mal. Und jetzt gehen wir mal an die Maschine, an die Drechselbank und da probieren wir das Eisen mal aus. Mit dieser Vorrichtung können wir aber gleichzeitig noch ein Werkzeug schärfen. Da gibt es einfach hier diesen Zusatzaufbau, den schraubt man dann hier drauf. Und dann haben wir schon die Möglichkeit, einen Meißel zu schärfen. Und das gefällt mir richtig gut, weil man muss nur einfach einmal was einstellen und kann dann direkt beide Schneiden, Seiten vom Meißel schärfen. Ich drehe jetzt mit Absicht die Schneider, damit ich gleichmäßig das Werkzeug schärfe. Denn dadurch, dass ich hier den Meißel jetzt das erste Mal auch richtig so in Form bringe, seht ihr, dass ich hier ein bisschen ungleichmäßig die Schneide schleife. Wie gesagt, weil das jetzt das erste Mal ist, ist die jetzt noch nicht gleichmäßig geschliffen, aber die ziehe ich jetzt auch noch hier ab. Normalerweise würde ich das jetzt auf diesem langsam drehenden Leder Rundteil machen, aber jetzt mache ich es einfach mal von Hand. Vielleicht habt ihr das beim Sehen schon, also beim Drechseln schon gesehen. Ich habe die Schneide jetzt doch nochmal neu hergerichtet, denn eben war hier oben diese Kurve viel zu stark. Und aus dem Grund konnte man diesen Meißel nicht mehr so schön benutzen. Aber jetzt ist er wieder richtig schön in Form. Und jetzt kann man auch schön benutzen. Und das funktioniert einfach sehr schön. Ein neuer Tag, neues Glück. Gestern wollte ich das euch eigentlich auch noch zeigen, habe aber die Teile dazu nicht gefunden. Denn ich habe jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wenn man so einen Doppelschleifer benutzt, man auf jeden Fall die Schneider abziehen sollte, wenn die Steine nicht so fein sind, weil die dann einfach nicht so scharf sind. Und da werde ich dir jetzt nochmal meine Vorrichtung zeigen, die ich noch habe. Ihr seht, das ist jetzt immer noch mein normaler Doppelschleifer, aber jetzt habe ich hier noch diesen Zusatz drauf. Den habe ich nicht gezeigt, wie man macht, weil ich den hatte. Den habe ich vor ein paar Monaten mal hergestellt. Und dafür gibt es halt jetzt normale Schwabbelscheiben. Die kann man hier einfach aufdrehen. Und damit kann man auch schon ziemlich gut seine Messer abziehen. Ich bin ein bisschen voreingenommen von diesen Methoden. Ich habe es auch schon benutzt. Hier muss man halt eben echt nur aufpassen. Wenn man hier das Werkzeug hier oben dran halt hält, muss man... Hier mit dieser Methode muss man halt echt einfach nur mega aufpassen. Man muss echt gut schauen, dass man das Werkzeug nur hier unten dran hält, weil wenn man es hier oben dran hält, fliegt es einem entgegen und das ist dann echt gefährlich. Ich muss dazu sagen, wenn ich jemanden in der Werkstatt hätte, dem ich gerade zeige, wie man so eine Maschine benutzt zum Beispiel mal, und er hat mit sowas noch gar nicht gearbeitet, dann würde ich diese Methode wahrscheinlich nicht zeigen. Ich zeige euch gleich noch eine Methode, da müssen wir aber erst noch ein bisschen was basteln. Die Methode funktioniert, werden wir jetzt auch einmal ausprobieren, aber ich würde sie vielleicht nicht unbedingt benutzen, wenn mehrere Leute in der Werkstatt arbeiten oder wenn gerade unerfahrene Leute an so einem Ding arbeiten. Unaufmerksamkeit mit ein bisschen Missgeschick kann dann echt ziemlich doof in die Hose gehen. Um das jetzt einmal zu demonstrieren, werde ich meine Röhre daran schärfen. So, das ist jetzt nämlich frisch geschärft und hier kann ich es jetzt abziehen. Das hat auch den Vorteil, dass man Holzreste, die hier drauf hängen bleiben können, wenn man sehr viel hartes Holz drechselt, dann wird das warm und dann bleiben die Holzreste hier oben manchmal drauf hängen. Die kann man damit jetzt auch schön runterholen. Wenn man jetzt hier rüber geht, merkt man gar keinen Grad mehr. Und hier sieht man halt einfach eine super schön angeschärfte Phase. Jetzt mache ich einfach einen kurzen Schnitt, damit ihr mal seht, wie die Späne aussehen, die da runterkommen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Oberfläche glänzt auch ziemlich schön. Jetzt zeige ich euch noch eine Möglichkeit. Also das war schon mal ziemlich cool.
Aber ich will diese Schärfvorrichtung, diese ganze Schärfstation noch ein bisschen cooler machen. Dafür habe ich hier noch einen Doppelschleifer. Das war hier mal ein langsam drehender Schleifstein, das war ein Wasserstein. Und hier ist halt eben noch ein schnell drehender Stein, also eine schnell drehende Achse. Und ihr seht ja auch, dass hier eine Polierscheibe drauf ist. Und so habe ich früher, vor Jahren, meine Eisen auch schon entgratet. Hier werde ich mir eine Lederabziehscheibe bauen und hier wird noch ein Schleifstein draufkommen. Da werde ich eine Bohrerschärfvorrichtung dann dran machen. Jetzt zeige ich euch auch als erstes was für den einen oder anderen interessant ist, der sich jetzt auf den Weg macht und sich so eine gebrauchte Kombimaschine sucht, also einen Nassschleifer, der langsam läuft und dann noch ein Teil, der schnell läuft. Denn dafür braucht man halt ein Getriebe und das ist hier drunter. Hier seht ihr das jetzt ein bisschen, da ist das Getriebe. Da hat ja auch schon ein bisschen einen Freilauf, das ist ganz gut. Und jetzt mache ich es mal an, dann seht ihr, wie das Ganze bei Betrieb aussieht. Und weil da nicht mehr so viel Fett drin ist, werde ich jetzt erstmal Neues reinmachen. Das ist gut. Das ist schön. Das lassen wir so. Das hier ist die Aufnahme von hier dieser Polierscheibe, die braucht man für Innenseiten. Das mache ich nochmal zusätzlich drauf. Nur die Macher hier von diesem Doppelschleifer haben sich irgendwie überlegt, dass die hier unbedingt ein Feingewinde drauf haben wollen. Das bedeutet wiederum, dass man hier eine normale Mutter nicht drauf bekommt. Und das bedeutet wiederum, dass ich das jetzt zusammenschweißen werde. Ist nicht genau mittig, die Kamera, oder? Boah, warum spritzt? Boah, da spritzt so immer die Scheiße so. Das kann nämlich der Kamerad hier drauf kommen. Naja, das wird vielleicht gleich noch besser. Aus diesen drei Scheiben werde ich mir jetzt den Rundkörper herstellen, den ich dann verschrauben werde. Weil man das am Schluss, glaube ich, nicht rund genug sein wird, so wie ich gerade gemacht habe, werde ich es jetzt doch noch rund drechseln. Und dafür brauche ich aber die genauen Mittelpunkte. Und dafür bohre ich mir jetzt als erstes mal einen Pilot noch hier rein. Um das Teil dann anschließend hier drauf spannen zu können. Denn dadurch, dass ich jetzt hier ein Loch durchgebohrt habe, habe ich halt einfach die genauen Mittelpunkte. Und es eiert ein ganz, ganz klein wenig. Wenn ihr das zu Hause nicht machen könnt, wird die Methode, die ich so vorher angewendet habe, aber auch gut genug sein. Jetzt kann ich ja gerade mal hier meinen Schab ausprobieren, dem ich einen negativen Abschnitt gegeben habe. Als nächstes brauchen wir Leder für diese Lederabziehscheibe. Ich habe das Leder hier, das seht ihr wahrscheinlich relativ oft in meinen Videos. Das habe ich vom Flohmarkt und halte da einfach mal die Augen offen. Da gibt es sogar relativ oft Leder. Das hier war zum Beispiel von jemandem, der hat das immer in großen Mengen gekauft und vertickt das dann halt eben auf dem Flohmarkt. Die sind auch nicht teuer. Das hier benutze ich tatsächlich immer zum Schleifen, habe ich schon relativ lange. Und das verhindert halt eben gut, dass das Holz wegrutscht. Das ist aber nicht groß genug, das Stück. Also das benutze ich zum Schleifen und auch für andere Projekte. Da schneide ich mir dann immer das, was ich brauche, raus. Dann habe ich jetzt noch hier dieses Stück, was hoffentlich lang genug ist. Das ist noch frisch. Reicht das? Das reicht. Gutchen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Versatz reingeschnitten. Und der ist dafür da, dass ich dann später das Leder so ein bisschen überlappen kann. Und weil ich es an dieser Stelle überlappe, werde ich es jetzt hier mit Nägeln sichern. Das ist so ein bisschen auf Zug dann ganz gut.
Und über die Nägel wird dann später noch ein Stück Leder gelegt werden. Als nächstes habe ich hier so einen tollen Wirtkleber, der eigentlich viel zu teuer ist. Und davon bleibt auch meistens die Hälfte. Hier vorne in dieser Verteilerdüse, die vermischt das dann gleichzeitig. Ich habe eben mal am Teststück ausprobiert, wie gut das klebt. Ich erhoffe mir davon ein bisschen was, dass man es gut mit verkleben kann. Richtig rum ist besser. Das Ganze hat jetzt auf jeden Fall genügend Zeit zum Trocknen und jetzt probieren wir mal aus, wie gut das funktioniert. Ich habe jetzt hier meinen Meißel gerade wieder frisch angeschärft und ich spüre jetzt hier deutlich, dass ein Grat ist. Normalerweise wird hier auch Politur drauf kommen, die werde ich jetzt aber noch nicht drauf machen, die wird später drauf kommen. Jetzt machen wir das einfach mal an. Das funktioniert schon mal. Mit Politur wird es dann später noch besser funktionieren. Die Schärfstation ist fertig. Ich habe jetzt am Schluss nicht mehr gezeigt, wie ich dieses Teil festgeschraubt habe, denn das war ja dasselbe wie hier. Aber schlussendlich haben wir jetzt hier richtig, richtig viele Steine, wo man ziemlich viel Zeug schärfen kann. Das hier ist zum Beispiel ein Bohrerschärfgerät. Da haben wir hier jetzt eine eigene Station, das ist ziemlich cool. Hier haben wir die Abziehstation, noch ein Abziehrad. Hier haben wir zwei Schärfräder für Drechseleisen. Und noch eine Polierscheibe. In diesem Video werde ich nicht mehr zeigen, wie ich die Drechseleisen schärfe. Das wird den Rahmen ein bisschen sprengen und wird jetzt nicht so dazu passen. Ich würde lieber in einem eigenen Video, wo ihr es dann auch wieder besser finden könnt und einfach nochmal besser nachschauen könnt, wenn ihr es euch anschauen möchtet. Da habt ihr nicht so viel gemischtes Zeug in einem Video. Also, bald gibt es dazu dann noch ein Video, relativ zeitlich natürlich, wie ich alle Drechseleisen durchschärfe. Das ist dann auch einfach so eine kleine Anleitung für dich, wie man einfach alle Drechseleisen durchschärft. In dem Video werde ich dann noch zeigen, wie man hier diese Bohrerschärfvorrichtung benutzt. Hier habe ich es auch übrigens einmal ausprobiert. Die Bohrer sind auf jeden Fall scharf. Das sind richtig, richtig große Löcher. Da habe ich auch nicht vorgebohrt, da habe ich ins Volle gebohrt. Hier habt ihr jetzt auch einen geschärften Bohrer. Der sieht natürlich jetzt nicht mehr wunderschön aus, weil ich jetzt auch schon zwei, drei Löcher gebohrt habe im dicken Material. Aber hier die Schneiden, die sind gleichmäßig und wir haben hier nicht so eine freie Hand geschliffene, unebene Oberfläche. Und die Schneiden hier vorne sind auch wieder schön scharf. Und das Ganze ist dann auch noch zentrisch. Die Drechseleisen werde ich, wie auch schon gesagt, in dem anderen Video dann auch nochmal alle schärfen. Unterm Strich bin ich wirklich mega happy mit dem Ergebnis. Ich habe jetzt auch die Eisen in dem Video schon so ein bisschen geschärft. Und das hier ist halt, denke ich, echt eine wirklich gute Lösung, wenn ihr Drechseleisen günstig scharf bekommen möchtet. Ihr habt halt einfach nicht so die Anschaffungskosten von so einem Doppelschleifer oder halt eben doch vom Doppelschleifer, aber nicht von so einer Nassschleifmaschine. Einen Punkt will ich jetzt aber auch noch ansprechen, denn das war auch so ein Ding, was mir dann richtig gut gefallen hat, denn diese Vorrichtung grundsätzlich ist nicht nur gut für Drechsler, sondern auch für Metaller oder halt einfach Leute, die eine Drehbank haben und Vollhartmetall-Drehmeißel haben. Ich sage das kurz. Hier haben wir nämlich jetzt so einen Drehmeißel und die habe ich früher versucht, freie Hand zu schärfen. Das hat wieder erwartet natürlich nicht gut funktioniert. Wenn man das kann, ist das gut und schön. Ich konnte es aber nicht, deswegen konnte ich die ganze Zeit nicht benutzen. Und jetzt hat man halt auch als Dreher die Möglichkeit, hier diesen massiven Tisch einfach so einstellen zu können. Und das ist auch noch einfach fest. Das könnte man sich jetzt auch einfach einstellen und schärfen. Das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Wie gesagt, im nächsten Video werde ich dann einmal alle Drechseleisen durchschärfen. Das sollte für einige Leute interessant sein. Ich habe dir ein paar Dinge in der Videobeschreibung verlinkt, falls dich irgendwas davon interessiert, da solltest du auf jeden Fall fündig werden. Und auf jeden Fall soll es das mit dem Video für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist und ciao.